Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. Heute wollen wir rekursive Funktionen einem Beispiel anschauen. Beispiel. Ich bin schon gespannt, wie ich mir das ein bisschen überlegt habe, was man da alles machen muss. Ich bin schon gespannt, ob ich mir folgen kann. Ich mache es, ich erkläre es. Wir sehen die Rekursion. Aber es ist doch nicht so einfach, wie man glaubt. Ich möchte nämlich in unserem Rechner hier Punkt vor Strich Rechnung reinbringen. Okay? Und die Idee an und für sich ist, jedes Mal, wenn Punkt und Strich Rechnung sich abwechseln, dann mache ich halt einen neuen Rechner, rufe ich meinen Rechner wieder auf. Dazu muss ich mir aber erstmal eine Methode schreiben, die den Rechner beinhaltet. Also das schreie da förmlich nach einer Version 2 praktisch. Das ist jetzt eine große Versionssprung meiner Ansicht nach. Vorher machen wir einen Punkt, bevor ein Strick. So, also. Richtig schreiben das ja. Zahl einlesen, das werde ich weiterhin brauchen. Ich schreibe mir jetzt eine neue Methode, nämlich die, die den Rechner kapselt. Okay, also da machen wir eine statische Methode, die liefert ein Ergebnis zurück, die Rechnung, und die Methode soll Rechnung heißen. Was muss ich da reingeben? Ganz am Schluss möchte ich wieder den Text ausgeben, was ich erkannt habe. Das heißt, ich brauche eine Ref auf einen String, eine Referenz auf einen String, Rechtext, den Text, und ich brauche genauso wie da oben die Operation. Nur dieses Mal, die möchte ich auch durchgeben und verändern. Dieses Mal soll das eben so ausschauen. Da drin soll jetzt eben diese Rechnung stattfinden. Ich muss eine Zahl einlesen. Ich muss ein Ergebnis haben, das ich zurückgeben kann. Ergebnis der Rechnung, das will ich zurückgeben. Und das ist jetzt einmal, glaube ich, dann mache ich ja do und dann machen wir while die Operation opa ist gleich, wie haben wir das da unten geschrieben? Das da. Also solange die nicht escape ist. Da muss ich aber aufpassen. Da muss ich aber aufpassen. Und was darf es nun nicht sein? Ist gleich, darf es auch nicht sein. Also Enter. Was war das Enter? Char13. So. Halt das. Also solange das nicht Escape gedrückt worden ist und solange nicht Enter gedrückt worden ist, bleiben wir in der Rechnung. Das schaut nicht schlecht aus. Aufrufen möchte ich das zu Beginn mit 0, Operation 0, also keine Operation. Dann ist das erste, was das machen muss, Case 0. Was ist denn das? Alter. Achso, okay, sie kann nicht einfach mit Case anfangen, einfach nur das ist der Switch. Switch, ein Operationscode. Und jetzt bin ich mal ehrlich, macht er das wieder? Case? Nein, jetzt macht er Case, schau. Ist schon eine gescheite Entwicklungsumgebung. Kaum macht man einen Fehler, boom, aufs Fingern kloppt. Also war 0, ich komme das erste Mal da rein, dann sage ich das, dann lese ich mir die Zahl ein. Zahl einlesen und da übergebe ich den Operanden auch wieder, da kriege ich jetzt einen neuen Operanden, das ist gut. Das Ergebnis kann ich auch gleich zur Zahl machen, ist auch gut. Und dem Rechtext füge ich das, wie ist das gegangen da unten mit Convert, das da, füge ich das gleich hinzu. Jetzt habe ich eine Zahl eingelesen. In der Zahl steht die Zahl.
im Operand steht der Operand, der am Schluss, das Ergebnis setze ich gleich der Zahl, weil ich habe noch nichts gemacht. Und in das Rechteck schreibe ich schon mal die Zahl rein. So. Und da sind wir dann. Case plus eine Addition. Addition. Was muss ich bei der Addition machen? Diesmal mache ich es gleich ein bisschen. Woher weißt du das, dass ich das machen will? Jetzt wird es aber gespenstisch, oder? Jetzt wird es aber gespenstisch. Aber okay, Rechteck plus, ja, und was muss ich dann machen? Eine neue Zahl einlesen, eine zweite Zahl einlesen. Das da praktisch wieder. Jetzt lese ich die zweite Zahl ein. Die erste Zahl steht im Ergebnis. Jetzt lese ich die zweite Zahl ein. So soll das aber ausschauen. Und füge das wieder hinzu. Dann ist einmal, dann schaut einmal die Rechnung richtig aus. Und muss jetzt aber aufpassen. Jetzt kommt der Moment. Break schreiben wir auf alle Fälle hin. Jetzt kommt der Moment, wo es schwierig wird. Weil jetzt habe ich praktisch eine Zahl eingelesen, mit Plus, eine zweite Zahl eingelesen und jetzt kommt es darauf an. Habe ich jetzt mal oder dividiert, also Stern oder Schrägstrich gedrückt? Ja? Pass auf, das überlegen wir sich nachher. If Opa ist gleich Stern oder Opa ist gleich Schrägstrich. Ja? Da müssen wir was machen, da müssen wir aufpassen, nämlich Punktrechnen vor Strichrechnen. Also das ist eine Strichrechnung und wenn ich jetzt einen Mal drücke, dann muss ich etwas anderes machen. Wenn nicht, else, kann ich praktisch dem Ergebnis, also wenn das praktisch ein Enter ist oder ein Minus oder ein Plus oder irgendwas anderes, ja, oder Escape ist überhaupt, dann füge ich dem dann mache ich die Operation fertig. Na bitte, das schaut ja nicht so schlecht aus. Und genau das gleiche mache ich jetzt praktisch mit Minus. Minus Subtraktion. Auch hier muss ich praktisch da das Minus machen. So, jetzt müsste das eigentlich mit Plus und Minus müsste es eigentlich ja schon funktionieren. Was mache ich da? If Operation ist gleich Stern. Also wenn ich jetzt praktisch 3 plus 2 Stern mal eingeben habe. Jetzt weiß ich, dass ich das nächste, dann muss ich praktisch dann mache ich eine neue Zahl, dann brauche ich eine neue Zahl. Die alte Zahl muss ich mir merken, die Zahl darf ich jetzt nicht löschen, da brauche ich da oben eine neue Zahl. Nämlich das und die neue Zahl. Und jetzt mache ich nämlich die Rekursion. Da rufe ich die Rechnung auf. Ja, wieder die Rechnung. Wieder mit ref Rechtext. Und wieder mit ref Opa. Ja, rufe ich wieder genauso auf. Und dann sage ich das Ergebnis. Minus ist gleich. Und jetzt, ein Plus ist gleich natürlich. Plus ist gleich. Ich bin in der Addition, Plus ist gleich. Und zwar die Zahl multipliziert mit Neuzahl. Ich eröffne praktisch eine neue Rechnung. Mit dem Mal wird eine neue Rechnung eröffnet. Und dann schaue ich, was von der Rechnung zurückkommt. Und das mit dem multipliziert es. Ergebnis. Ergebnis.
Kann ich nicht schreiben oder was? Oder wie oder was? Anscheinend, gell? Ergebnis. Das Ergebnis, das werde ich übrigens da unten dann zurückgeben, gell? Am Ende Return Ergebnis. Das ist das, was die Rechnung bietet. Von dem lebe ich ja hier. Das ist praktisch das Rechnung einer zweiten, das Ergebnis einer zweiten Rechnung. Und wenn ich das jetzt noch dividiert mache, dann muss ich da halt hier dividieren. Aber sonst ist das Gleiche. Das muss ich so machen. Ich kann das nicht da oben machen, weil da kriege ich ja schon eine neue Operation zurück. Gut. Gut, das Ganze mache ich hier praktisch jetzt genauso da unten. Mal, nur mache ich da halt Minus. Sonst ist ja genau das Gleiche. Da bin ich jetzt in der Subtraktion drin. Das schaut eigentlich ganz gut aus. Ja? So, und jetzt, was machen wir, wenn wir in der im Sternl drin sind? Ja? Dann machen wir auf alle Fälle, dann machen wir praktisch genau das Gleiche. Das muss hier genauso ausschauen. Nur dieses Mal mache ich einen Stern. Eine neue Zahl. Auch das muss ich noch machen. Dazufügen. Und jetzt nehme ich praktisch genau das wieder her. Muss ich jetzt aufpassen, wenn da jetzt plötzlich ein Plus oder Minus drinsteht. Gell? Wenn ein Plus oder Minus drinsteht, dann ist ja praktisch die Multiplikationslänge, das Multiplikation praktisch beendet. Und ich gebe das schon mal zurück. Return. Ergebnis. Da beendet es einfach. Ja? Sag ich, okay, ich habe jetzt fertig multipliziert, jetzt kommt wieder ein Plus. Dann würde ich da oben praktisch wieder raushupfen und dann, was immer, solange ich Punktrechnungen mache, ist ja das okay. Gut, Multiplikation schaue ich dann wieder hin. Was ist das schon wieder? Wird sich schon ergeben. Ja? Und? Aber rechnen kann es gleich. Ergebnis. Weil da brauche ich auch nichts warten. Stern ist gleich Zahl. Mal Zahl. Ergebnis ist mal Ergebnis mal Zahl. Break. Gut. Und das gleiche machen wir mit der Division. Division müssen wir aufpassen, gell? Da müssen wir nämlich da einen Try-Block machen, gell? Der darf ich nicht einfach das machen, ja, so, sondern muss ja Try wieder machen. Ergebnis durch Zahl, weil es könnte sein, dass diese Zahl ja 0 ist, Catch. Was haben wir da geschrieben? Divided by 0 oder so, gell? Ja, der ist da. Genau, das schreibe ich hier wieder hin. Catch divided by 0. Division durch 0. Abbruch. Und Operation ist das nicht, sondern Opa 13, so wie wenn man praktisch Enter gedrückt hätte. Aber ansonsten schaut es gleich aus. Ja? Sehr gut. Default mache ich noch. Default. Ja. Und da mache ich dieses unbekannte, wo ist das da? Unbekannte Option. Opa. Dann mache ich Opa. Mach ich auch. Da auch abbrechen.
breche ab und vielleicht sollte ich das noch, heute zahle ich zweimal Brechstein, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Vielleicht sollte ich das noch dann mitteilen, dass ich das abbreche. Abbruch der aktuellen Rechnung. So, jetzt habe ich praktisch einen Rechner geschrieben. Der sollte eigentlich funktionieren schon. Ja, jetzt muss ich ihn nur mehr aufrufen. Jetzt bin ich da unten in dem Main. Da brauche ich ja vieles nicht. Da brauche ich die Zahlen nicht mehr. Das Ergebnis brauche ich schon noch. Die Operation, sage ich, das ist ein Nuller. Ja, Last Operation brauche ich nicht mehr. Ein Rechtex brauche ich schon noch. Das brauche ich schon. Und da brauche ich jetzt ein Ergebnis. Ist gleich Rechnung. Ref Rechtext. Ref Operation. Das ist gut. Ja. Was mache ich da? Das brauche ich überhaupt nicht. Das Last Operation brauche ich auch nicht. Das brauche ich vielleicht, weil am Schluss möchte ich ja was ausgeben. Das schaut gut aus. Wenn eine A13, wenn ein Enter kommt, ist, gebe ich die Rechnung aus. Ja. Halt das. Ziemlich weit nach oben gesprungen. Nur das ist natürlich, dann mache ich wieder neue Rechnung, das heißt der Rechtext wird gelöscht, dann das Operation wird wieder auf 0 gesetzt praktisch. Dann möchte ich mich bereit machen für die neue Rechnung. Und ich brauche ein neues Ergebnis. Rufe ich das wieder auf. Das ist gut. Das mache ich da, praktisch mache ich genau das gleiche. Das sollte eigentlich nie aufgerufen werden, bin mir nicht sicher, aber ich mache irgendwas. Eigentlich sollte ich diesen Zweig nicht reinkommen. Wenn ich Escape drücke, kann ich auch das Ergebnis einmal ausgeben, das Rechnung. Aber eigentlich war es das. Und da unten tue ich mit Escape hier beenden. Genau. Rechner wird beendet, bitte. Das hat mich auch schon immer gestört, weil es nicht eine beliebige Taste, sondern und das Drücken schreiben wir noch richtig. Ja, jetzt regen sich die Deutschlehrer nicht mehr auf. Haben sich eh nicht aufgeregt, weil die schauen die Videos nicht. So. Probieren wir es aus. Starten wir jetzt einmal. Start 12 plus 12. Nix plus 12. Okay, irgendwas fehlt schon mal. Plus 12 ist 24. Das erste 12 fehlt. Warum fehlt das erste 12? Ich komme mit 0 hier rein. Warum fehlt das erste 12? 12 plus, jetzt ist es beendet. Jetzt ist das beendet. Da steht der nächste Convert String Zahl. Jetzt müsste das schon drin stehen. 12, Enter, plus 12 ist 24. Es rechnet einmal richtig. 12 minus 12, was passiert da? Ist genau das gleiche, ist 0. 12 minus 6 ist 6. Das stört mich schon, dass das jetzt nicht da ist. Dann machen wir 12 mal 2. Ist
24, 12 durch 2 ist 6. Sehr gut. Dann brauchen wir nur, was können wir machen? 2 plus 3 mal 3. Da müsste jetzt 3 mal 3 ist 9, plus 2 ist 11 auskommen. Da haben wir schon. Da kommt auch noch ein Blödsinn raus. Kommt auch noch ein Blödsinn raus. Na gut. Also das erste 12er, das ist 0. Ich komme da rein, Case 0, Zahl ist Zahl einlesen. Rechtecks plus ist gleich, das steht doch da. Was ist, wenn ich das einfach so mache? Was passiert dann? Das sollte ich beenden, dass es neu startet. 12 plus 12 geht trotzdem nicht. Wo wird der Rechtext? Ah, da, schau, da ist ein Blut. Da ist der Fehler. Überall ist der Fehler. Plus ist gleich. Ich muss dir dazu fügen. Der ist witzig. Super, Heinz. Naja, gefunden. Das haben wir mal gefunden. Gut, jetzt können wir mal besser schauen, wahrscheinlich, was das ausmacht. 12 plus 12, 24. 12 mal 2, auch 24, ist logisch. 6 mal 6 ist 36. 6 durch 2 ist 3. Ja? 12 durch 4, das funktioniert alles. Ja? Und also 12 durch 4 plus 3. Aha, da hängt es. Ui je. 12 plus 4 plus. Irgendwo habe ich hier noch einen kleinen. Ich mache da schon einen Return, dann kann das heißt, ich komme hier raus. Und da laufe ich noch einen Kreis und da tut sich aber nichts mehr. Ja, das stimmt. Da habe ich einen Blödsinn drinnen. Ich muss ja hier praktisch. Bei der Addition, ich komme hier raus, es kann ja sein, meine 12 Stern 3, also 3 mal 3 zum Beispiel, oder 2 mal 3, ist doch egal, und dann ein Plus drücke, bin ich ja wieder hier raus, ich komme hier raus, und dann ist das Operation Plus, und dann renne ich da in den Gras, das heißt, ich muss da drinnen ebenfalls was machen, Plus ist gleich, nämlich, und muss die Rechnung auch wieder starten. Es wird komplizierter wie gedacht. Und beim Minus mache ich das auch. Gut, bei Plus und bei Minus mache ich das auch. So, jetzt müsste zumindest das funktionieren. Schauen wir uns das an. 2 mal 3 plus 5, 2 mal 3 ist 6, plus 5, das funktioniert. Ja? 6 durch 2 plus 5, 8, 3, das funktioniert, sehr gut, das funktioniert. Jetzt muss ich aber natürlich 5 plus 2 mal 3, da sollte ja genau das gleiche rauskommen, ist 5. Da haben wir eine leichte Diskrepanz. Punkt vor Strichrechnung, was ist denn da rausgekommen? Das heißt, die Punktrechnung ist 0. Warum ist die Punktrechnung 0? Schauen wir uns das an. Das heißt, ich bin jetzt da. Jetzt praktisch, was haben wir eingeben gehabt? 5 plus 2. Ja? 5 plus, da ist jetzt 2 zurückgekommen. Ja? Und jetzt Stern, jetzt ist ein Stern. Neue Zahl, jetzt komme ich da mit Stern rein. Operation ist jetzt ein Stern. Stern. Ja. Da ist ein Stern, ich komme da rein, Opa, Stern, komme da unten hin, Rechtext, Ergebnis mal ist gleich Zahl. Das Ergebnis initialisiere ich hier mit 0
Okay, das heißt, wenn ich da schon reinkomme, mit einer Stern oder Division, dann muss ich das Ergebnis schon mal auf 1 setzen. Das ist logisch, weil ich multipliziere das vorhandene Ergebnis, aber es ist noch kein vorhandenes Ergebnis, das ist 0. Ja? Und bei einer Operation Division wäre praktisch der Safe das ursprüngliche Ergebnis, weil irgendwas mal 1 ergibt 1 und 1 dividiert durch irgendwas. Also 1 ist 1. Ja? So, jetzt muss aber stimmen. Bitte, 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 bitte. Also, 5 plus 2 mal 3 ist 11. 2 mal 3 plus 5? Jawohl, das schaut ja gar nicht so schlecht aus. Das schaut doch gar nicht so schlecht aus. Ich lege jetzt meine Hand nicht ins Feuer, dass es in jeder Dings funktioniert, in jeder, aber ich beende die Sache jetzt da. Ja. Also wir sehen, es wird kompliziert, wenn man so Punkt-vor-Strich-Rechnung machen will. Vielleicht gibt es bessere Ansätze, weiß ich jetzt nicht. Ich bin ja jetzt kein Oberprogrammierer. Aber ja, zumindest haben wir eine Rekursion drin gehabt. Passt schon. Ne? Das nächste Mal sprechen wir jetzt endlich über Objekte. Ne? Jetzt hören wir zu, was ein Objekt ist. Objekt. Was ist das? Was macht das? Wozu braucht man das? Ja, nächstes Thema vom nächsten Video. Sind also Objekte. Für dieses Mal, für dieses lange Herumprogrammieren, muss ich mich fast entschuldigen. Ja? Aber okay, soll man auch mal sehen, ja? Dass die Leute kämpfen mit diesen Sachen. Dass nicht alles easy peasy runterrennt. Auf alle Fälle bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Sage auf Wiedersehen.